Hey, Patrick hier mit meinem 2024 May the First Haul oder May the Second, weil am ersten haben die Stores ja nicht auf. Hey, ihr lieben Brixies und herzlich willkommen. Vom 1. bis zum 5. Mai jedes Jahr gibt es zum May the Fourth Wochenende ja ein paar ganz tolle Angebote. Und auch dieses Jahr war wieder ordentlich was dabei und deswegen musste ich natürlich zuschlagen. Deswegen ist die Tüte natürlich auch so unglaublich riesig. Und deswegen habe ich mich vor den Lego Store in Hamburg gestellt und gewartet, dass sie die Türen aufmachen ganz früh morgens und möchte da natürlich auch nochmal ganz herzlich Yannick grüßen, den habe ich nämlich da getroffen. Also liebe Grüße an dich und danke, dass du mir die Wartezeit noch so ein bisschen verkürzt hast. Genau, und deswegen habe ich hier eine große Tüte stehen. Und ich würde sagen, wir schauen heute einfach mal rein, was denn da so drin ist. Schreibt mir natürlich gerne in die Kommentare, was ihr euch zum May the Fourth oder May the First oder wie auch immer gekauft oder bestellt habt. Weil es gab ja einige richtig coole Angebote und diese Angebote gelten sowohl online als auch in den Stores selber. Und ich meine nicht nur die Gratisbeigaben, also es gab ja zum Beispiel den Droidentransporter oder diese Münzen und natürlich auch das Polybag dazu. Also drei Sachen, die man gleich abstauben kann. Die gucken wir uns auch gleich noch an. Habe ich natürlich auch mit dabei. Aber es gibt zum Beispiel auch ein paar Sets, die einfach runtergesetzt wurden. Wie zum Beispiel die Ghost um, ich glaube, 30 oder 35 € oder der UCS AT-RT. Da oben steht er für 170 € weniger als die UVP. Also ich ärgere mich schon ein bisschen, dass ich den damals gekauft habe, aber trotzdem nices Ding. Also ja, waren wirklich sehr, sehr gute Angebote. Die gelten auch teilweise noch. Also wenn ihr einen Store in der Nähe habt oder online mal schaut, dann sind da wahrscheinlich auch noch einige davon da. Aber heute geht es natürlich nicht darum, was es hätte sein können, sondern was ich mir persönlich selbst im Lego Store heute Morgen gekauft habe. Und deswegen schauen wir natürlich hier einmal in die Tüte rein. Und das erste Besondere ist tatsächlich die Tüte selbst. Und ihr habt es vielleicht auf dem Thumbnail gesehen, diese Tüte ist nämlich was ganz Besonderes. Auf der einen Seite ist es nämlich eine normale Lego-Tüte und auf der anderen Seite ist auch das Lego-Logo drauf, allerdings in der Star Wars-Schrift Aurabash. What? Also diese Tüten sind hochexklusiv. Ich wusste da überhaupt nichts von, dass die überhaupt existieren werden zum May the Fourth. Und die haben auch tatsächlich nur 100 Stück pro Store bekommen. Das heißt, es ist wirklich eine limitierte Sache und jeder hat, also jeder Store hat 100 Stück bekommen weltweit. Das heißt, ein Teil davon werden wahrscheinlich auch weggeschmissen und die restliche Menge sind ja sowieso nicht viele. Das heißt, ich habe jetzt ein richtig cooles, seltenes Sammlerstück hier mit der Star Wars-Schrift, das Lego-Logo. Ich habe es auch geprüft, das ist tatsächlich L, E, G und O und das da oben natürlich ein Copy. Copyright R, wie auf der anderen Seite auch. Also ja, diese Tragetüte hat mich vollkommen überrascht und ich war natürlich mit der Bahn in Hamburg. Das heißt, ich habe den ganzen Tag gebangt auf der Rückfahrt, ob denn diese Tüte das auch überlebt. Aber ja, sie hat es ganz gut überlebt. Ich glaube, so zwei kleine Knicke oder so sind drin. Das ist ein wirklich cooles Sammlerstück für die richtigen Star Wars Fans oder auch Lego Star Wars Fans, weil die wird es wahrscheinlich nicht nochmal geben. Ich freue mich mega, die bekommen zu haben. So, jetzt aber an den Inhalt und die Tüte ist einfach viel zu riesig, deswegen habe ich sie hier mal so zur Seite abgeschoben. Und an der Stelle will ich mich auch noch mal ganz, ganz herzlich bedanken bei allen von euch, die über meine Affiliate-Links bestellt haben. Vielen, vielen Dank. Es waren nämlich einige von euch. Wer es nicht weiß, ich habe so Affiliate-Links, wenn ihr darauf klickt und dann was bei Lego selber einkauft, dann bekomme ich eine kleine Provision dafür. Das heißt, ja, quasi jeder Einkauf zählt. Ihr zahlt nicht mehr. Ich kriege einfach ein klein bisschen davon ab und das hilft mir natürlich weiter und ihr unterstützt den Kanal einfach so ein bisschen. Deswegen vielen, vielen herzlichen Dank, dass ihr das gemacht habt und für jeden von euch, der gerne noch was bei Lego einkaufen möchte, unten sind natürlich auch Links in der Videobeschreibung oder guckt natürlich auch gerne auf den Community-Part in meinem Kanal. Da habe ich dann auch eine Liste mit den ganzen neuen Sets drin. Dann kommen wir aber auch endlich zum ersten Part aus der Tüte und das ist natürlich etwas, was ich definitiv mitnehmen musste. Ich weiß, es war wahrscheinlich keine gute finanzielle Entscheidung, aber ich habe mir den frischen und neu erschienenen UCS TIE Interceptor mitgenommen und das Ding ist natürlich der Wahnsinn. Ich lieb's bis zum Umfallen. Ich habe natürlich auch den UCS X-Wing schon hier stehen, deswegen musste das dann irgendwie mit dazu wandern und ich bin mega gespannt auf die Bautechniken bei dem Teil, weil das ist natürlich auch ein ganz spezielles Ding. Das ist übrigens obendrauf schon ein bisschen verstaubt. Ich weiß gar nicht, was da passiert ist. Also irgendwie, ich bin mir nicht sicher, wie lange sie das vielleicht schon haben da stehen lassen. Also es scheint schon eine Weile da zu sein. Aber ja, das Ding ist der Wahnsinn. Ich freue mich da sehr drauf, das aufzubauen. Und natürlich auch auf die Figur und den Aufsteller und so weiter und so fort, aber am meisten auf diese Bautechniken im Inneren hier. Also das heißt hier das Ganze irgendwie, dieser Kuppelbereich, der wird einfach der absolute Wahnsinn. Deswegen, ich freue mich drauf, den auch neben meinen UCS X-Wing zu stellen. Und ihr seht schon, wie riesig die Box hier natürlich auch ist, weil ich gar keinen Platz habe, die irgendwo hinzustellen. Ich muss mal gucken, kann ich meine Kamera ein bisschen nach hinten stellen? So, mal kurz einrichten. Ja, ehrlicherweise sieht das so schon ein bisschen besser aus. Wir gucken natürlich rein. Dazu habe ich natürlich auch ein paar extra Sachen bekommen. Unter anderem natürlich darf er nicht fehlen, der
der Lego Star Wars Droid Transport. Und jetzt muss ich den irgendwie hier hinhalten, damit es noch Licht bekommt. Der Trade Federation Troop Carrier oder Truppentransporter der Handelsföderation. Die 40686 hat man gratis bekommen ab einem Einkaufswert von 160 Euro. Das Ding ist ziemlich cool. Ich werde es natürlich auch mal aufbauen und mal gucken, wie das so ist und mir den mal hinstellen. Aber es ist natürlich nichts unglaublich Exklusives. Es ist natürlich einfach cool, einen Truppentransporter mal wieder zu haben. Aber ehrlicherweise hätte ich mir gewünscht, dass es eben kein GWP ist, sondern ein reguläres Set, was man so kaufen kann. Was man noch dazu bekommen hat, war so ein kleines Ding. Da werde ich wahrscheinlich auch nochmal ein Video zu machen. Das ist so eine kleine Münze, mit der man auch ein bisschen was machen kann. Also auch mal wieder so eine kleine Gratisbeigabe, die nicht aus Lego ist, die eigentlich auch nicht so wirklich jemand haben möchte. Aber die ist ein bisschen niedlicher als die letzten Male. Und jetzt haben wir noch ein weiteres Ding mit dabei. Und zwar ein exklusives Polybag. Naja, zumindest so einigermaßen. Hier haben wir nämlich den AAT, das Polybag Nummer 30680. Muss ich auch hier ins Licht halten. Also ja, auch bei dem muss ich sagen, ich habe es jetzt auch schon ein paar Mal und da hätte sich das für mich jetzt nicht gelohnt, extra dafür einkaufen zu gehen. Trotzdem finde ich es klasse, weil das natürlich auch perfekt zu dem Truppentransporter passt. Und die beiden so zu bekommen, ist natürlich ganz klasse, auch wenn ich mir eher den kleinen Polybag TIE Interceptor gewünscht hätte. Aber es hat nicht sollen sein, deswegen machen wir weiter mit meinem zweiten Einkauf. Ich habe nämlich gleich zweimal eingekauft und das eine war eben der TIE Interceptor als einzelnes Ding und den Rest, den habe ich so ein bisschen zusammengewürfelt. Und das erste, was ich mitgenommen habe, und das war auch tatsächlich der Grund, warum ich diesen Einkauf machen musste, war der hier, nämlich der Sith Infiltrator. Ich bin so ein großer Fan von dem Sith Infiltrator und zwar nicht mal nur dem hier, sondern auch den alten Varianten, weil die für mich einfach super nostalgisch sind, dass ich den hier direkt mitnehmen musste. Wir haben Darth Maul, Qui-Gon und Anakin mit dabei und natürlich die Saw Gerrera Minifigur, die mir persönlich absolut egal ist. Aber der Rest von dem Ding, also auch der Sith Infiltrator selbst, finde ich absolut genial. Also das ist wirklich, ich glaube, mein Lieblingsset aus der Welle dieses Jahr. Und deswegen, ich freue mich da sehr drauf, den aufzubauen. Das wird auch das erste, glaube ich, was ich hier aufbaue. Mal schauen, ob ich schnell dazu komme, ein Video zu machen. Das zweite, was ich dann noch mitgenommen habe, einfach nur, weil es mir noch gefehlt hat und exklusiv war, war die Invisible Hand. Und die ist mir tatsächlich kurz vor diesem Video einmal schön auf den Boden gedeppert. Deswegen habe ich hier ein kleines Löchli und hier auch eine Delle schön in der Ecke drin. Aber ich wollte es ja sowieso aufbauen, rede ich mir jetzt zumindest ein. Deswegen, ja, ein bisschen kaputt die Box, aber das ist jetzt schon in Ordnung. Sonst ist das Ding übrigens absolut klasse. Es ist einfach nur heillos überteuert für 55 Euro. Sieht aber natürlich trotzdem toll aus. Also ich habe da nichts gegen. Das ist auch ein Episode 3 Set. Man kann es auch auseinandernehmen und sowas in der Richtung. Aber es ist halt nichts, was ich direkt hätte mitnehmen müssen. Und deswegen habe ich es jetzt halt auch erst mitgenommen. Das ist ja jetzt auch schon ein paar Monate alt. Und deswegen habe ich gedacht, okay, bevor ich das irgendwann vergesse. Und das Ding ist, das hier habe ich auch als Ersatz von etwas anderem mitgenommen. Und zwar von dem 6er Pack der Brickheads. Die wollte ich nämlich eigentlich auch noch mitnehmen und dann habe ich die gesehen im Store und war so, nee, komm, die lässt du hier. Und die waren, glaube ich, auch nur 3 Euro teurer als das Ding hier. Also ich bin tatsächlich über den Einkaufswert trotzdem gekommen und habe dann einfach die Invisible Hand mitgenommen, weil ich die cooler fand als die Brickheads. Die werde ich auch noch irgendwann mitschnappen, aber das wird dann eben auch noch ein paar Monate dauern. Das Ganze habe ich dann noch aufgestockt mit zweimal dem Clone Commander Cody Brickheads Set. Ein Ding, was ich absolut liebe und wahrscheinlich einmal zu dann Captain Rex umbauen werde. Also mal gucken, wie das so klappt oder nicht klappt, wir werden sehen. Und dazu, Moment, muss ich mal ganz kurz rausholen hier, genau, noch 3 weitere Sachen und zwar 3 kleine Schlüsselanhänger. Zum einen einmal Fennec Shand, die hat mir einfach noch gefehlt. Ich versuche so alle Schlüsselanhänger, alle neueren zusammenzubekommen und die ist eigentlich ziemlich klasse. Die hat nämlich hier so ein bisschen Armprinting und sieht wunderschön aus. Also ist wirklich eine sehr, sehr coole Figur, aber eben dann als Schlüsselanhänger. Und dann musste ich natürlich die beiden ganz, ganz frischen und neuen mitnehmen, also Luke Skywalker und den Imperator. Also der Imperator ist der ganz frische, neue, den wir jetzt bekommen haben mit, also auch aus dem Paperback, aber natürlich auch davor schon, mit den Augen oder ohne Augen, also ohne Pupillen halt. Also ganz, ganz frisch erschienen, jetzt gerade frisch im Mai. Und das zweite ist tatsächlich 1:1 und zwar wirklich 1:1, der Luke Skywalker aus dem UCS X-Wing. Moment, ich hole ihn her. Hier haben wir einmal die normale Figur aus dem UCS X-Wing mit Armprinting und Beinprinting und allem möglichen dazu. Und das hier ist der Schlüsselanhänger. Und das Besondere daran ist eben tatsächlich, es ist exakt die gleiche Figur. Das heißt, wer eben einen normalen Luke Skywalker hat und gerne Armprinting haben möchte, kann sich den Schlüsselanhänger holen und einfach die Arme abklappen und die daran bauen. Aber wer sagt, ich hätte gerne einfach den UCS X-Wing, macht hier oben mit einem Lötkolben, geht da einfach rein, zieht das Ding raus und hat quasi seinen normalen
Luke Skywalker mit Armprinting und UCS-Version. Man kann die dann halt nur nicht auseinandernehmen. Aber ja, ich bin ein absolut riesiger Fan. Für mich wird es auch wahrscheinlich noch ein oder zwei von dem Ding geben, weil die einfach so cool sind. Zugegeben, 5,99 mittlerweile ist schon ein heftiger Preis für einen Schlüsselanhänger. Aber die Figur sieht einfach absolut wahnsinnig cool aus. Übrigens, nur noch mal kurz eben hier als Tipp. Auf Instagram ist natürlich auch aufgetaucht, dass die hier in der Mitte irgendwie einen Unterschied haben sollen. Das habe ich schon im Store abgeglichen, haben sie tatsächlich nicht. Ihr könnt sehen, beide haben dieses graue Innenteil. Das heißt, sie sind nicht unterschiedlich. Es ist die gleiche Figur. Und wenn ihr möchtet, habt ihr jetzt eben die Möglichkeit, an diesen UCS X-Wing Luke Skywalker für 6 Euro ranzukommen. Das ist der Wahnsinn. Oh ja, einen Unterschied gibt es tatsächlich bei den beiden. Den habe ich auch jetzt erst gerade gesehen. Und zwar haben wir hier bei der UCS X-Wing Version natürlich ein zweites Gesicht. Und beim Schlüsselanhänger ist es ein exklusiver Kopf. Der hat nämlich kein zweites Gesicht. Das heißt, wir haben nur die Vorderseite und kein zweites Gesicht, was man irgendwie drehen kann. Das heißt, die Köpfe sind tatsächlich, oder dieser Kopf ist eben exklusiv zu dem oder für den Schlüsselanhänger. Aber ja, das macht natürlich eigentlich nichts, wenn man das nur so ins Regal stellen möchte. Ja, also ihr merkt schon, ich bin ein riesiger Fan von dem Ding. Also wenn ihr den irgendwo findet, nehmt ihn mit, weil ich kann mir vorstellen, dass gerade diese Figur, weil ja auch der neue Mac eben kein Armprinting haben wird, besonders beliebt sein wird. So, und das war mein kompletter Einkauf und ich habe natürlich auch da wieder ein wenig was dazu bekommen, nämlich einmal den Droid Troop, nee, wie heißt der? Trade Federation Troop Carrier, dann einmal das AAT Polydeck und als allerletztes hier unten in der Box noch einmal dieses schwarze Ding, was ich dann wahrscheinlich auch nochmal zeigen werde. Tja, ihr lieben Brixies, das sieht nach absolut wunderbarem Bauspaß aus. Ich freue mich mega darauf. Ich glaube am meisten natürlich auf den Sith Infiltrator, wie schon gesagt, das ist so ein Ding aus meiner Kindheit und da freue ich mich einfach drauf, den aufzubauen und natürlich auf die Figuren, die werden richtig cool. Der TIE Interceptor, ich glaube, der wird bei mir noch ein bisschen stehen und ein bisschen warten müssen. Ihr habt schon gesehen, da unten steht auch noch die UCS Slave One. Auch die muss ich irgendwann nochmal aufbauen. Ich habe noch so viele andere Sets, die auch noch darauf warten. Das gleiche gilt auch für die Invisible Hand, wobei ich auch mir auch da vorstellen kann, dass das vielleicht so ein Ding wird, was ich mal nebenbei aufbaue, wenn ich irgendwie Uni habe oder so. Der Clone Commander Cody, da freue ich mich jetzt schon drauf. Ich habe gesehen, da sind irgendwie 4 Tüten drin. Also es wird cool, den auszupacken, alleine um zu sehen, wie die 4 Tüten da reinpassen. Dann haben wir den Trade Federation Troop Carrier. Den werde ich auch ein einziges Mal aufbauen und dann mal schauen, ob ich den zweiten öffne oder ob ich mir noch einen rebricke oder so. Ehrlicherweise bin ich ja ein großer Fan von meinem persönlichen. Also ich habe ja einen Brixie-Shop und der sieht einfach, ja, ich weiß gar nicht, ein bisschen cooler aus vielleicht sogar. Ich werde natürlich damit auch vergleichen im Video und dann schauen wir mal, was am Ende wirklich cooler ist. Und dann natürlich ist da noch der Luke Skywalker Schlüsselanhänger. Ich habe jetzt nochmal überlegt, ich glaube, ich brauche noch mindestens einen weiteren davon, einfach um den an meinen eigenen Schlüssel ranmachen zu können. Die Figur ist einfach viel zu cool und die an einem Schlüsselanhänger hängen zu haben, ist natürlich wahnsinnig. Auch wenn ich sagen muss, es wird mir sehr leid tun, wenn dann hier das Armprinting langsam verschwindet. Aber man kriegt die ja immer noch nach, das ist ja kein Ding. Und ich glaube, das Coolste am heutigen Tage war tatsächlich, und das muss ich sagen, diese Papiertüte. Es ist einfach eine Aura Bash Lego Star Wars Tüte. Und sie ist natürlich nicht Star Wars lizenziert, aber es ist Lego in Star Wars Schrift und das ist der Wahnsinn. Also dieser Anblick hier, natürlich May the Force Sets, aber ich glaube, das Coolste auf diesem Bild ist und bleibt die Tüte. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Was sagt ihr zur Tüte, aber natürlich auch zu meinem Einkauf und was habt ihr am May the First online oder am May the Second dann jetzt offline in den Stores mitgenommen? Wie gesagt, interessiert mich sehr, was bei euch dann eben in die Tasche wandern durfte oder ob ihr ein bisschen spart auf die Juni-Sets, die natürlich auch sehr, sehr wahnsinnig werden. Ansonsten danke ich ganz herzlich fürs freundliche Zuschauen. Habt einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal und ciao.